So, hallo Freunde, gegen Vinicius. Okay. Okay, er möchte in Königsindisch übergehen. Wollen wir das? Müssen wir das? Ist natürlich kein Problem grundsätzlich. Oder will ich in Marocci übergehen? Könnte hier auch E5 spielen. Komm, wir gehen mal in Königsindisch über. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Ja? Einfach mal nur aus Spaß an der Freude. Das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Aufbau. Läufer E3, ja. Aber dann in Verbindung mit Läufer D3 kenne ich das gar nicht. Was ist denn jetzt hier bei dem hier? Dann hängt schon der und der kann. Deswegen sage ich ja immer, der Läufer auf D3 steht nicht gut, weil er der Dame hier im Weg steht, ja, den D-Bauern zu schützen. Jetzt ist Springer G4. Kann den Läufer nicht wegziehen, weil der Bauer schon hängt. Und den Läufer, den hole ich mir. Komm, da denke ich nicht drüber nach. Ja, er kann natürlich schlagen lassen, Zentrum stärken und F-Linie und so, ne? Aber da gehe ich dann hier mit C5 ans Zentrum ran und Springer C6 und macht Druck auf den. Okay, ja, er spielt also die Hau drauf Variante mit einem Läufer auf G7. Habe ich noch nicht gesehen, dass ich überhaupt jemals irgendwie matt gehen könnte. Ich weiß es nicht. Den nehmen wir erstmal. So, ich kann jetzt zum Beispiel auch relativ problemlos H7, H5 spielen. Er hat nie wieder einen Hebel. Ja? Er hat kein G4, er hat kein H5. Wäre eine sehr solide Alternative, so aus praktischer Sicht. Jetzt müsste ich nur aus theoretischer Sicht mal eben gucken, was kann denn überhaupt passieren, wenn ich jetzt sagen wir mal C5 spiele. H5. Springer C6. Er nimmt. Ich nehme. So, wie kommt die Dame denn auch nur ansatzweise Richtung H-Linie? Sagen wir Dame F3. Da hängt schon der Bauer, ist ihm egal, er geht dahin und möchte hierhin. Aber jetzt, selbst wenn die Dame da schon stünde, könnte ich den Turm wegziehen. Schach, gehe ich zur Seite. Es droht nichts. Nichts in wenigen. Okay, ich würd jetzt gerne das mal ausprobieren. Einfach nur mal, ne, die Theorie, dass dieser Läufer einfach vor Matt schützt, ist ja da. Auch wenn er den Springer hier nach G5 kriegt, ja, dann hat er auch nur einen Schach. Gehe ich zur Seite. Ich sehe einfach noch nicht konkret, was dann drohen könnte. Deswegen lasse ich es mal drauf ankommen und versuche zu demonstrieren und mir selber auch wieder, ja, diese Gewissheit zu geben, dass dieser Läufer mich vor Matt schützt. Wir schauen mal. In dem Augenblick, wenn der Springer F3 spielt, habe ich immer Läufer G4. Dann kommt die Dame gar nicht mehr rüber. So. Und wie kommt die Dame jetzt rüber?
So, also Läufer G4 kommt vielleicht Läufer E2, dann droht vielleicht hier wieder ein bisschen tauschen und das dann, aber selbst dann droht ja nichts, ne? Aber kann ich das denn jetzt nicht noch ausnutzen, dass ich vielleicht den Springer hierhin mal ein Tempo auf den bekomme? Er kriegt den Springer ja auch nicht vertrieben davon, von G4, gell? Und auf Dame D2, Dame A5 ist ja die lange Rochade auch schon keine Option. Ist ja hier die offene Scheunentor-Variante. Springer G4, Springer G5, Springer E3. Ja, aber droht alles nichts, ne? Ja, ich mach mal die normale, natürliche. Komm, Läufer G4. So. Selbst der Tausch, ja, wenn der Springer E5, Läufer E2, Dame E2, Läufer E5, Dame G4. Und selbst wenn er dann irgendwann hier rüber geht, spielt Turm E8, es droht hoffentlich nichts. Muss nur einmal rechnen. Wenn ich jetzt erst Dame A5, Springer E5, Dame E2, hat er keinen. Ah, vielleicht hat er Springer G6. Mit DD Läufer D1, Springer E7 matt. Aber. Naja, im Zweifelsfall nehme ich den auf Dame E2, Läufer C3. Ist die F-Linie offen? Nein, das kann alles nicht schlecht sein für mich. Vielleicht müsste man Dame B6 überlegen, ob hier das Tempo irgendwie wertvoller ist als dieser Druck hier auf C3, ja, mit dem Läufer hier. Das kann man sicherlich alles noch in irgendeiner Form überlegen. So, jetzt kann ich auf F3 mit dem Läufer schlagen. G mal F, Dame B4. Dann hängt der C4. Den kann er gar nicht decken, gell? Mit dem Bauern. Bauer C4 kommt auch Springer C4, weil der C3 ja hängt. Ja. Machen wir. Ja, das sind dann natürlich so genau so schöne taktische Partien, so wie ich das natürlich anstrebe. Immer ein gewisses Risiko dabei, ob es schief geht. Ja. Aber wir wollen ja Taktik üben. So, jetzt können die einfach Springer. Moment, Springer F3 ist doch noch besser. Ist ja sofort eine Gabel. Und auf Läufer F3, Läufer C3 ist der Spieß. Ja, den nehmen wir. Das sehe sogar ich. Jo, ich habe eine Taktik gesehen. Okay, gucken wir uns nochmal an in der Analyse. So, wo ist die? Da ist die Analyse. Ja, Königsknisch habe ich lange nicht gespielt. Läufer E3 ist okay. Aber jetzt muss man irgendwie H3 oder F3, ja, irgendwie was für das Feld hier tun. Damit dieses Springer G4 eben nicht geht. Und Läufer E3 ist tatsächlich wegen Springer G4 ein Fehler. Okay. Er setzt super scharf an. Ja, ich nehme auf E3. Das ist auch okay. Das ist ja prinzipielle. So, und jetzt. Seht ihr hier auch H5, sagt die Engine aus, auch
zweitbester, super solide, um jeden Hebel zu vermeiden. Aber ja, ich wollte mal testen, ob ich hier irgendwie im Matt gehe. C5, H5. Raus damit. Zack. Oh, der. Oh! Mit dem will der Computer schlagen. Ah, ja. Okay, dann hat der Computer schon da irgendwelche taktischen Sachen als Rechtfertigung für irgendwas. Nee, auf den Zug wäre ich gar nicht gekommen. Da kann er mir so viele Fragezeichen geben, wie er will. F mal G machen wir nicht. Naja. Okay, kommt er? Er kommt hier auch nicht rüber zum. Sagen wir mal, wir opfern jetzt hier alles. Jetzt müssen wir nur einmal Turm E8 spielen. Und er hat ein Schach. Glückwunsch. Tja, das war's, ne? Wenn er jetzt noch den Turm auf F kriegen würde und den Springer 15 Züge später hier irgendwie nach G6 opfern und so weiter. Aber das sind ja alles Träumereien, ja? Bis dahin ist er ja selber dreimal matt. Ja, das funktioniert einfach alles nicht. D5. Springer E5 ist gut. So, hier wollte ich jetzt einfach die Puppen raus und ich wollte den auf dem Brett halten und im Zweifelsfalle den hier abtauschen, weil der mit beim Angriff helfen kann. Das ist so der einzigste Hintergedanke bei Läufer G4. Computer ist nicht so übermäßig begeistert, aber ich habe natürlich noch immer noch einen schönen Vorteil. Bleibt die Frage jetzt Dame A5. Oh, hier sind wir ausgeglichen. Wow. Was ist denn hier los? Den hatten wir gesehen. Springer G6 hatte ich gesehen. Den. Ach so, er braucht ja gar nicht mit der Dame schlagen, ne? Habe ich ja gedacht, er ist gut. Aber er. Oh Gott, König schlagen. Den hatte ich ja völlig übersehen. Okay, Freunde, das ist ja. Ja. Jetzt habe ich keinen Bauern mehr. Und wenn ich jetzt mir den Bauern zurückhole mit Läufer C3, dann ist auch mein Schutz des Königs weg. Und dann kann das unangenehm enden. Welche Alternativen habe ich denn jetzt hier so irgendwie mal Dame hierhin? Hierhin, hierhin was drohen? Nein, ist keine wirkliche Drohung. Ne? Oh, Freunde, da haben wir schon wieder ich und Taktik. Ja. Dann haben wir Dame A5 tatsächlich nicht gut. Und Dame B6 wäre immer noch etwas besser gewesen. Dann muss er den spielen. Na, guck mal, der Computer will gar nicht so viel tauschen. Der will den Läufer auf dem Brett halten. Kann ich nachvollziehen. Aber nachdem sind wir doch in der Partiestellung, oder? Nochmal, oh, steht weiß besser. Lol. Dame A5. Dame D2. Schlägt. Schläger. Das Schlagen ist wirklich komplett schlecht. Unglaublich. Dame B4 und weiß steht besser. Nee. Komm, das kannst du doch nur einem Engine erzählen, aber nicht einem Menschen. Ne? Springer D1. Deckt taktisch den, weil die Dame hängt. Deckt den. Ja, vielleicht kommt er hier zu irgendwas. Boah, Freunde, das habe ich aber mal ganz schlecht gespielt. Ich dachte, der ist jetzt einfach weg. Und ich habe jetzt auch nur B3 gesehen. Oder Turm C1 oder irgendwas. Aber dann, dass ich dann hier einfach richtig gut stehe. Ja? Wie auch immer, wenn er jetzt hier so spielt. Boah, selbst der ist nur Ausgleich. Freunde, guckt euch das an. Das gibt es doch gar nicht. Was für Fehleinschätzungen habe ich denn hier? So, jetzt ziehe ich doch den Turm weg. Sagen wir dahin. Boah, und das ist gut für Weiß? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ne? Unglaublich. Was
wieder machen? Hier rüber? Sagen wir mal, ich mache jetzt nichts. Achso, E5 ist natürlich eine Drohung. Okay, das darf ich einsehen. Ah, muss ich mit der Dame weg? Wohin? Okay, müssen wir den spielen. So. Kriege ich denn hier überhaupt keinen Angriff? Was ist denn das? Ist er so schnell? Boah. Komme ich auch nicht voran? Unglaublich. Boah, Freund, da habe ich aber einen ganz falschen Plan gewählt, gell? Also bis hierhin bin ich ja noch einsichtig. F mal G müsste man sich vielleicht mal angucken, ob dann auf der F-Linie wirklich irgendwas Konkretes geht, weswegen das so viel stärker ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und die ganze Partie über danach. Der Plan mit Läufer G4. Auch einfach nicht gut, ja? Direkt den spielen. Falls er nimmt, spiele ich so. Jetzt kommt. Ja, die Dame kommt einfach überhaupt nicht rüber, ja? Die hat hier keine Felder. Das ist natürlich sehr spannend. Und wenn er so spielt. Dann habe ich immer Turm H8 gleich. Ne? Ja, und dann ist mein Läufer natürlich super viel stärker als sein Springer. Der droht hier mal. Von dem Schach mal abgesehen. Oh, dann. Ja. Okay, sehe ich ein. Sieht deutlich besser aus. Freunde, haben wir was gelernt. Bis zum nächsten Mal.